Wow, krass. Polo kann wirklich die Abkürzung sein für Polo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Falsch, aber lustig, der geilsten Sendung der Welt. Finanziert mit eurem Rundfunkbeitrag. Alles, was wir dafür von euch wollen, ist ein Abonnement, wie die FranzosInnen sagen. Es ist die Sendung, in der Menschen auf einer Bühne versuchen, mir Antworten zu geben. Und zwar nicht die Antworten, die richtig sind, sondern die Antworten, die möglichst lustig sind. Was können sie gewinnen? Ein Auto? Ein zweites Auto? Nein, man gewinnt absolut gar nichts. Außer, dass man ein Bild von der eigenen Fresse, wie sie früher aussah, in diesen hässlichen Bilderrahmen reinkleben darf. Haha, ist das was? Nein, es ist nichts. Es ist absolut nichts. Das ist nicht mein Deutschland. Dafür habe ich drei fantastische Gäste, dann rasten wir aus für Phyllis Dashton, Alex Stolz und Till Reiners. Und wir kommen direkt zum ersten Spiel. Es heißt, passt da und da. Das heißt, ich nenne euch jetzt zwei Situationen oder Tätigkeiten oder Orte und ihr sagt mir, was in beiden Fällen passend gesagt werden kann. Dinge, die man beim Proktologen und im Auto sagen kann. Till, was ist ein Proktologe? Nur, dass wir alle auf einem, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass du was anderes... Ein Po-Arzt. Firma dankt. Das kann man übrigens, das war schon die Antwort übrigens. Firma dankt. Ja, das kann man beim Proktologen sagen und im Auto. Okay. Ja. Alex, was kann man noch sagen beim Proktologen und im Auto? Ich hasse es, wenn mir einer hinten reinfährt. Phyllis! Ist das eine Ass-Klasse? Wow! Oder ein Polo? Wow, krass, Polo kann wirklich abgezogen werden für Polo. Oh. Habe ich noch nie in meinem Leben drüber nachgedacht. Till, was kann man sagen in der proktologischen Praxis und im Auto? Hinten drin ist ein Doppelschlüssel. Was? Ich kenne nicht so viel. Du wolltest Werkzeuge. Ein Werkzeug sagen. Ja, ich wollte. Und dir ist kein einziges so ein, Werkzeug eingefallen. Ja, richtig. Ich wollte so ein richtig gutes Werkzeug sagen. Und dann habe ich gemerkt, der Typ bin ich gar nicht. Nee. Ich bin gar nicht der Typ, der so viel Werkzeuge kennt. Ich kenne Hammer, aber ich hab dann gedacht, wieso sollte man Hammer haben im Auto? Naja, und den Rest weißt du selber, Moritz. Nee, und so kommt man dann zu dem bekannten Doppelschlüssel. Sollen wir es nochmal machen? Ja, klar. Ja. Till, was kann man denn sagen in der proktologischen Praxis oder im Auto? Innen drin ist ein Radkreuz. Alex. Sehr souverän gelöst. Alex, was kann man sagen beim Proktologen und im Auto? Bevor du hinten reingehst, ich hab's nicht mehr geschafft zu putzen. Also auch das mit der Pfandflasche und so einfach ignorieren. Okay. Phyllis. Ist das ein Lamborghini? Oder ein Verarschi? Till, hast du noch mehr auf die Frage hin, was kann man sagen? Beim Proktologen und im Auto. So, jetzt hat er wieder 3 Jahre TÜV. Warst du jemals bei einem Proktologen? Nee, aber ich stell mir das so vor, dass die da so reingehen in den Po und dann machen die so eine Plakette auf dem Po. Ja, weil es war der TÜV-Arsch dann. Ja, genau. Nee, finde ich gut. Also bei Spielplätzen und männlichen Ärschen. Ja, finde ich gut. Einfach Alex. TÜV Rheinland, wir danken. Firma dankt, sag ich ja. Alex. Ich glaube, ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Ja. Ja, Phyllis, haben wir noch mehr Wortspiele mit Arsch und Auto? Nee, hab ich nicht mehr. Nee, das ist definitiv ein Marderbiss am Schlauch. Wir haben noch eine zweite Frage. Und zwar will ich von euch wissen, Dinge, die man bei der Geburt und beim One-Night-Stand sagen kann. Till. Ich kenne auch nicht mal deinen Namen. Ich weiß nicht, wie du heißt, darum nenne ich dich Baby. Nice, gefällt mir sehr. Oh, Schabörchen. Oh shit, das Kondom ist geplatzt.
Der dauert ein bisschen. Till, was kann man denn sagen bei der Geburt und beim One-Night-Stand? Ich fand toll, dass mein Partner die ganze Zeit die Hand gehalten hat. Alex? Das kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, aber der wird noch ganz groß. Phyllis? Du kommst da jetzt raus, ey. Alex? Was kann man sagen bei der Geburt und beim One-Night-Stand? Also... Ich hoffe, diesmal ist es ein Mädchen. Phyllis! Kann mein Mann bitte rausgehen? Hat noch jemand einen? Das war gar nicht so gut, wie ich dachte. Auf Nimmerwiedersehen. Eindeutig verloren, Till Reiners. Eindeutig gewonnen, Alex Stolt, meine Damen und Herren. Und damit kommen wir zu unserem zweiten Spiel. Es heißt Wrong Answers Only. Wir zeigen euch drei jetzt Bilder, bei denen eigentlich jeder Mensch weiß, wer auf diesem Bild zu sehen ist. Aber auch hier gilt für euch die Regel, wenn ich euch frage, wen seht ihr da auf diesem Bild? Nicht die richtige Antwort gewinnt, sondern die lustigste. Wen sehen wir auf dem ersten Bild? Ja, das ist Herr Mischke von meiner Theater AG. Und er meinte, es wäre doch cool, wenn ich einen Klingon aus der Zukunft spiele, oder? Und da haben wir gesagt, nein, Herr Mischke, und dann hat er es trotzdem gemacht. Alex, wer ist das? Das ist ein wissenschaftlicher Mitarbeiter der Uni Darmstadt. Und zwar war das so ein Projekt, das war quasi sein Durchbruch. Und er hat als erster Mensch bewiesen, dass eine Bauchtasche ein Outfit auch seriöser machen kann. Stimmt, das ist das Seriöseste an ihm tatsächlich. Phyllis, wer ist das? Das ist die erste Nahaufnahme des Coronavirus. Also ich bin mal ganz ehrlich, ne? Ich weiß, ich lebe auch im Wald, ne? Aber also wer ist das denn jetzt in echt? Das ist Kai Pflaume? Was ist aus Kai Pflaume geworden, ey? Kai, reiß dich zusammen. Ach du liebe Zeit. Ja. Die Fragen gehen weiter. Wen seht ihr auf dem nächsten Bild? Wer ist das auf diesem Bild? Phyllis. Es wird jetzt schlimm, ey, ich sag's euch. Also ich sehe Atze Schröder mit Blackfacing. Oh, die Brille ist auch so on point. Alex, ja, wen siehst du da? Da kann ich nicht drüber, aber es ist, glaube ich, einfach ehrlich gesagt so ein Werbegesicht. Gerade so ein bisschen aufstrebend, verdient sich halt was dazu. Und das ist von der coolen Kampagne. Das ist Entdecke Trier von seiner coolen Seite. Könnte auch Werbung für ein Parkhaus sein. Till, wen siehst du da? Das ist eine Modedesignerin, die hat das Karo erfunden. Und hat sie sich aber jetzt schon von distanziert, weil er zu schwarz-weiß. Bild Nummer 3. Wen sehen wir auf folgendem Bild, ist die Frage. Das weiß ich, das war aus der großen YouTube-Challenge, kann man Schlafsack wie eine Jacke tragen? Und das ist der glückliche Gewinner. Alex, wen sehen wir? Für mich sieht das ein bisschen aus, ich habe es nicht mitbekommen, aber scheinbar wieder so ein Lottogewinner, der jetzt irgendwie 40 Millionen auf einmal hat und ein bisschen überfordert ist auch damit. Also, wo so alle im Umfeld sagen, oh, das war das Schlimmste, was ihm hätte passieren können, der Gewinn. Phyllis, wen sehen wir da? Also zuallererst mal ist das der netteste Chef Deutschlands. Und meine Rentenvorsorge und ein absolut fairer Typ. Und dazu ist er noch der erste deutsche Uber-Fahrer, der Taxipreise nimmt. Deswegen kann er sich diese Gucci-Hose leisten. Ich glaube, das war so Backpacking mit schwer erziehbaren Jugendlichen in Schottland. Und die große Frage war, kann man den Kids Lesen und Schreiben beibringen in 3 Wochen? Und Dimitri Ostov hat die Staffel gewonnen. Er ist bis zum Buchstaben G gekommen. Ja.
So, was er da mit der Hand macht, das könnte auch der erste deutsche Spider-Man sein. Aber er sagt so, nö, ich kletter keine Wände hoch, fickt euch. Ich fahr hoch mit meiner S-Klasse, Alter. Sehr schönes Auto übrigens. Sehr gemütlich. Nee, es klingt nach einem richtig tollen Betriebsklima da bei euch. Also, nee, finde ich toll. Und weil es so schön war, haben wir ein viertes Foto. Was seht ihr auf diesem Foto? Wer ist das? Ja, finde ich schwierig, da jetzt Moos Mutter mit reinzuziehen. Nee, aber das ist ein steiles Gerät, sag ich mal. Alex. Das ist tatsächlich das neue Skandal-Outfit von Lady Gaga. Sie hatte ja einmal dieses Hackfleisch-Ding und das war jetzt irgendwie auch wieder ein großes Ding. Felix. Er ist der Gewinner des diesjährigen RTL Comedy Grand Prix. Das ist für die Comedians der Show. Ich habe noch ein richtig schlechtes Wortspiel, weil ich heute so drauf bin. Das ist einer von den Chicken Dales. Love it. Oder? So. Nee, aber ich glaube, das ist ein Huhn so groß wie ein Elefant. Ich fand das mit dem Comedy Grand Prix gut, wenn ich darauf verweisen darf, Meister. sieht ein bisschen aus wie so der Erste, der hat so gerade voll den Durchbruch, weil er als Puppenspieler seine eigene Figur einfach in Lebensgröße spielt. Es ist Sascha Grammel. Es ist Sascha Grammel. Großen Applaus für den Gewinner von Spiel 2, Till Reiners, meine Damen und Herren. Wir spielen unser Spiel Nummer 3. Es heißt, wann war das nochmal? Funktioniert so. Ich ordne euch jetzt jeweils ein fiktives Zitat zu. Ne? Ich sag zum Beispiel, Till hat das gesagt. Und die anderen beiden müssen mir dann sagen, wann hat Till das gesagt und in welcher Situation. Phyllis, wann genau hat Till eigentlich gesagt, dann können wir sowas halt nicht mehr machen. Das sagt er gern als Chef zu seinen Mitarbeitern. Alex. Das meinte Till zu mir, als ich ihm die schlimme Nachricht überbracht habe, dass ich mir den Arsch zugenäht habe. Ja, dann können wir sowas halt nicht mehr machen. Wie du mich dabei anguckst auch. Ist das okay? Ich wollte dein Gesicht sehen. Ich wollte. Können wir da alle offen drüber reden? Oder? Ich wollte noch einmal das Gesicht sehen dazu. Phyllis und Till, wann hat Alex eigentlich gesagt, wo gehobelt wird, fallen Späne? Das sagen seine 4 Feinde-Kollegen, wenn sie bald nur noch 3 Feinde sind. Till? Ja, beim Sägen. Ja, aber warum sollte er das beim Sägen? Also wenn, dann hat er gesagt, dass er beim Scheiß hobeln. Ja, aber leider... Also wie wenig Ahnung von Werkzeug kann man denn haben? Für mich war es wirklich das Gleiche. Hobeln aber und Sägen ist für dich das Gleiche? Ich finde, wenn man viel hobelt, ist es wie eine Säge. Hobeln und Sägen ist nicht gehobt wie gesprungen. Für mich ist Jacke wie Hose. Und eine Jacke ist ja auch was anderes als eine Hose. Also ich würde sagen, Hobel und Säge sind im Verhältnis von Jacke und Hose. Alex, wann hat Phyllis gesagt, viele Köche verderben den Brei? Sag es nicht beim Kochen. Bitte sag es nicht. Darf ich? Mhm. Ja, beim Kochen. Ja. Till? Nee, Phyllis hat gesagt, viele Köche verderben den Brei, als sie ihren Stammbaum gesehen hat. Oder? War zu einfach. Hättest du auch gesagt, gut. Oder? Ja, richtig, total richtig. Ja. Was du gesagt hast, ja. 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 Viele Haare auch in der Suppe dann. Ja. eigentlich war heute nur einer lustig. Rasten wir aus für unseren Gewinner, meine Damen und Herren. Rasten wir aus für Alex Stoll! Alex Stoll! Haben wir auch sein Kinderfoto, packen wir hier in unseren gewinnenden Rahmen. Ist das was? Ist das was? Deutschland! Deutschland! Ah, sehr schön. Und das war's für heute mit Falsch, aber lustig, meine Damen und Herren. Wir begrüßen die Händen auf der Bühne. Das war Phyllis Dachstan. Danke an Alex Stolz. Großen Applaus für Till Reiners
Schreibt uns gerne in die Kommentare, was euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt es nicht in die Kommentare. Wir sehen uns jetzt mal wieder. Bis dahin, guckt dahin, guckt dahin. Immer mehr Folgen von uns. Bis dann. Vielen Dank. Moritz Neumeier!